Ja, was ich da eben am Bootshaus des Kanuvereins Coswig entdeckt habe, das sind zwei Hochwassermarken, eine Hochwassermarke vom Sommer 2002 und eine Hochwassermarke vom Sommer 2013. Also schon der Hammer, wie hoch hier die Elbe auch im Sommer gestiegen ist in diesem zweiten Jahrtausend. Und aktuell hat die Elbe klipp und klar kein Hochwasser, aber sie ist deutlich über Mittelwasser und nähert sich allmählich auch unserem Biwaklager. Und ja, unsere Überlegung ist eben die, dass bei diesem Wasserstand, der sehr schön ist für wendige, schnelle Touren, Kajaks, aber nicht für Subboards mit zwei Hunden, Zeltgepäck und einem schwerfälligen, vollbeladenen 5 Meter Kanadier, den ich alleine paddle. Deswegen hatte ich schon erwähnt, ziehen wir heute noch um und verlegen unser Basislager an die Havel nach Havelberg. Dort waren wir schon mal 2011 beim Kanu-Club Havelberg, aber die Havel selbst und die Havellandschaft und Havelberg haben wir damals kaum erkundet und werden das jetzt, ja, die nächsten Tage tun. In der Hoffnung, dass dort der Wasserstand für uns gut ist, dass wir sogar Havel aufwärts paddeln können, dass wir dort Insider-Informationen bekommen, denn wir haben natürlich auch keinen Flussführer von der Havel und werden sehen, ob wir dann später wieder auf die Elbe zurückkehren, wenn das Elbwasser etwas abgesunken. Ja, wie man sieht, kommt uns das Elbewasser allmählich näher, unserem Biwaklager. Zwar nicht rasant, aber Zentimeter für Zentimeter. Und wir beginnen jetzt unsere nassen Klamotten zu trocknen. Immerhin haben wir jetzt ordentlich Regen gehabt, massives Kondenswasser in Zelt und Bus und Auto. Einige Klamotten sind auch nass, die trocknen wir jetzt in aller Ruhe, machen unsere Autos startklar. Und ziehen weiter nach Havelberg an die Havel. Gerade ein bisschen Körpergymnastik. Mal gucken. Ja, es sieht ganz danach aus, dass Grischa seinen rechten Arm wieder bewegen kann, also bald wieder paddelfähig ist. Die letzten Tage bekam er seinen rechten Arm nicht bis auf Kopfhöhe und damit konnte man nicht paddeln. Das heißt, es sieht verdammt gut aus. Aber nichtsdestotrotz gehen wir zunächst mal nicht auf die Elbe, weil die Strömung ist fett. Die Boote kommen hier runtergedüst mit affenartiger Geschwindigkeit, wie man hier sieht. Und das ist für uns eben mit Hunden an Bord, mit Hunden auf Subboard. Müssen wir schnell Kehrwässer finden, wenn die Hunde kacken müssen oder wir einfach nur anhalten wollen müssen. Und die Elbe hat gerade alles. Wunderbares Wasser, wunderbare Fließgeschwindigkeit und so gut wie null Kehrwässer zum Parken. Jo, radikaler Szenenwechsel
vor 3 Stunden noch in Coswig an der Elbe und dort konnten wir 2 Tage die wunderschöne Elbe aus nächster Nähe, aus viel zu naher Nähe im Augenschein, neben Augenschein haben, hatten unser Biwaklager wunderbar direkt an der Elbe, aber die Elbe steigt auch weiterhin. Und gut, Profi-Paddler der Vereine mit guten Booten, mit einer Tourenkajak, Seekajaks, erfahrene Elbe-Paddler paddeln natürlich auch. Und es ist auch mit Sicherheit mit dem passenden Equipment super jetzt bei diesem, sagen wir mal, voll gefüllten Elbe-Flussbett mit Volldampf die Elbe zu paddeln. Einer kam an, der hatte gerade mal 100 Kilometer zurückgelegt. Also Elbe-Marathon geht bei Strömung mit 7 km/h die Stunde locker flockig. Aber für uns Subboard mit 2 Hunden, mit Zeltgepäck von Grisha, ich mit einem 5 Meter Kanadier, schwer beladen mit Tourengepäck, auch mit Hund. Da sind wir nicht wendig genug, da sind wir nicht schnell genug, da können wir, finden wir nicht schnell genug Kehrwässer, um anzulanden. Die Hunden müssen öfters pingeln, wir müssen. Ja, die Elbe haben wir immer wieder deshalb ausgesucht, weil sie viele Sandstrände hat, viele Buhnen hat, hinter denen sich Kehrwässer befinden. Aber aktuell gibt es keine Buhnen, die sind alle landunter. Und daher die gute Idee, hier an die Havel zu fahren. Die Havel ist ein Nebenfluss der Elbe auf der Höhe von Havelberg. Havelberg, eine Hansestadt, interessant, und die werden wir uns jetzt reinziehen und werden uns die Havel hier ein bisschen reinziehen. Der erste Eindruck ist hochinteressant. Also, wie oft oder wie meistens hat meine Intuition uns wieder an den richtigen Platz geführt, nämlich hier in Havelberg beim Havelberger Wassersportverein. Da sind wir bestens aufgehoben, haben jetzt für 5 Tage gezahlt. Wir lassen 5 Tage hier die Autos paddeln, die Havel aufwärts und gucken, was geht. Und eventuell paddeln wir auch aufwärts mit Zeltgepäck, kommen dann hierher wieder zurück. Und das ist da einfach jetzt eine gute Lösung, solange die Elbe für unsere Verhältnisse zu viel Strömung hat, machen wir ein bisschen Havelerkundung. Hätte ich mir nicht gedacht vor 3 Tagen, dass wir an der Havel landen, zumal wir ja auch noch jede Menge andere Gewässerideen und Vorstellungen hatten, was wir als Plan B unternehmen können.